Das will ich gar nicht wissen. Und du frag nicht so viel, wenn dir deine Zunge nicht... Ich hab doch nicht viele Leichen drin gesehen. Hey, meinst du, wir sollten auf nach... Weiß schon. Penisring und so suchen? Was zum Henker ist ein Penisring? Das ist ein Ring für... Du weißt schon, dein bestes Stück. Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Einige Leute haben sowas. Jedenfalls. Wusstest du das nicht? Ich fummel hier am Arsch eines Toten rum und du erzählst mir, dass dein Bruder sich einen Knoten in seinen Schwanz macht? In den Schweinen. Diebesfänger, General, Sir. Doch nicht mein Bruder. Er hat das auch nur gehört. Ja, das wundert mich nicht. Da bist du. Was ja. Was meinst du? Ich könnte doch Browns Frau, Witwe, die gute Nachricht überbringen. Er hat immer gesagt, sie hasst ihn. Vielleicht braucht sie etwas Trost. Was hatte die Leiche dabei? Nichts? Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken? Gold! Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld. Und zu Bolzen verschwenden. Den Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustehlen. Hoffentlich passiert heute etwas. Thank you.
Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich kriege ihn trotzdem auf. Adlige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Cornelius. Die verdammte Tür! Brecht sie auf, wenn es sein muss! Dieb! Ich habe den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Ich habe den General gehört. Wenn er es war, sollten wir besser verschwinden. Ach, ich gehe rein. Du schuldest mir was, Feigling. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Was war das? Schritte? Ich schätze, da war wohl doch nichts. Irgendwas stimmt hier nicht. Schleicht da jemand herum? Halt! Halt! Ich finde diesen verdammten Bastard! Dort! Da versteckt er sich. Ich weiß es. Tja, wie es aussieht.
aussieht, haben Sie den Schalter gefunden. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Wenn ich was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Wie lange war ich denn weg?
Achtung, ihr Diebe! Von heute an wird jeder Bürger, der beim Diebstahl erwischt wird, am Halse... In dieser Stadt wechselt nichts den Besitzer, ohne dass Basso es weiß. Er sagt, das ist eine Gabe. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. Seht euch euer Zuhause an! Vor einem Jahr gab's noch Hoffnung, doch nun verrottet die Stadt! Schwermut, Hungersnot, die leeren Versprechungen des Barons! Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Bis zum nächsten Mal. Ein Industriezeitalter? Fortschritt auf Kosten des Volkes? Orion hat uns gewarnt, dass die Wache das... ...Blut unserer Freunde vergießen würde. Dass unsere Familien in die Schermutgruben geworfen werden. Er sieht eine Stadt am Abgrund des Todes. Aber die Götzen lassen sie nicht sterben! Orion, lässt euch nicht verrotten! Wir fangen gerade erst an! Der Baron ist bei seinen Maschinen! Fleisch und Blut sind ihm völlig egal! Was passieren könnte. Orion, versteht euch! Er bringt Veränderung, sofern ihr nur zu ihm halten würdet. Das Wetter schlägt um.
Halt! Stehen bleiben! Mal sehen, ob du genauso schlecht kämpfst, wie du dich verstehst. Du bist geliefert! Hector, nehme ich an. Seid ihr das? Der Meisterdieb? Wer ist euer Freund? Das da ist mein Metallmann. Mein Lebenswerk. Uhrwerke und Maschinen. Er könnte die Stadt revolutionieren und mir die verdiente Anerkennung verschaffen, wenn der verdammte Baron nicht wäre. Der Baron ist ein Narr. Er wurde ungeduldig. Ich sollte das Projekt zerstören. Aber das konnte ich meinem Metallmann nicht antun. Der Auftrag. Worum geht es? Mein Freund ist fast komplett. Aber der Abschaum, der mir half, ihn zu bauen, hat mich hintergangen. Er hat sogar die mechanische Hand meines Metallmanns gestohlen. Die ihr zurück wollt. Genau. Alfonso, der schmierige Schneider aus Stone Market, hat die Hand in seinem Laden. Bringt sie mir und es soll euer Schaden nicht sein. Ich wusste, ihr versteht mich. Besucht Alfonsos Kleidung in Stone Market. Der Schurke hat meine Metallhand bestimmt in seinem Laden versteckt. Keine Sorge, Metallmann. Du kommst schon bald hier raus. Dann reisen wir beide gemeinsam. Hector, bestimmt nicht der Kopf dieser Operation. Ich spiel mal mit. Zumindest bis ich bezahlt wurde. Denkst du, die Zukunft des Barons kommt noch? Ich glaube, es kommt gar keine Zukunft. Mir knurrt der Magen. Hey, ich bin nicht sicher, aber ich habe vielleicht jemanden gesehen. Ich habe nichts gesehen. Das sind bestimmt nur meine Machen.
bei allen toten Göttern. Hat sich da gerade was bewegt? Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Ich friere. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Schlafe ich heute Nacht. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Dem Baron in meinen vielen Jahren bei der Wache nie persönlich begegnet. Hey, ich bin nicht sicher, aber ich hab vielleicht jemanden. Wow. Ich hab dich! Kein Verstecken mehr! Kämpfe! Raben darf man nicht essen. Warum nicht? Das bringt. Über dem Feuer geröstet schmeckt Unglück gar nicht so gut. Verschwende meine Zeit. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Jemand wird uns hören. Jemand wird den Schwarzkitteln sagen, genug ist genug. Diese Art von jemand hängt normalerweise zum Schluss am Galgen.